Lass die Abmoderation vorgelesen. Herzlich willkommen zur zweiten Debatte im Hauptforum Demokratie und Kultur beim Kulturinvest-Kongress in Potsdam. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter und ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Dieser Nachmittag besteht aus drei Abschnitten mit jeweils einer rund dreiviertelstündigen Talkrunde und dann natürlich noch einer kleinen Pause zum Übergang zwischen diesen Foren. Wir sind eben eingestiegen mit der Frage, wie demokratisch sind unsere Kultureinrichtungen und schließen jetzt daran an unter dem Titel Mehr Demokratie wagen. Die beiden Fachfrauen zu diesem Thema sind die Politikwissenschaftlerin und politische Aktivistin, das darf ich glaube ich sagen, Professor Dr. Ulrike Gerow, die haben Sie gerade in diesem Trailer auch ganz kurz gesehen. Sie ist ein Dauergast auf dem Kulturinvest-Kongress, die Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin, Regisseurin und seit diesem Jahr Intendantin des Dortmunder Schauspielhauses, uns zugeschaltet. Julia Wissert, einen schönen guten Tag. Hallo. Und dann ist ergänzend der Mann noch dabei, nämlich der Intendant des, Entschuldigung, ich bin auch noch hier, wir sind paritätisch besetzt. Genau. Und zwar der Intendant des der Ludwigsburger Schlossfestspiele, Jochen Sandig. Frau Gerow, Sie sind Politikwissenschaftlerin mit einer wirklich beeindruckenden Vita, muss ich mal sagen, von der Promotion in Münster über zwei Jahre Assistenz beim legendären früheren EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Da kann ich mich auch noch an sehr beeindruckende Zusammenkünfte erinnern. In der Gesellschaft für Auswärtige Politik, an der Johns Hopkins und an der New York University, German Marshall Fund, Wissenschaftszentrum Berlin, das sind ja alles nur Ausschnitte, die Sie selbst zudem wahrscheinlich ganz anders ausgewählt und auch gewichtet hätten. Mittlerweile lehren Sie im schönen Krems an der Donau. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe Wachau. Vor 7 Jahren haben Sie zusammen mit dem ebenfalls österreichischen Schriftsteller Robert Menasse das Manifest für die Gründung einer europäischen Republik geschrieben, indem Sie eine transnationale, an anderer Stelle eine supranationale und sogar eine plebiszitäre Demokratie fordern. Was fehlt Ihnen genau? Was wäre das konkrete Mehr bei Mehr Demokratie wagen? Danke, dass ich hier sein darf und für diese schöne paritätische Runde. Was wäre das konkrete Mehr der Europäischen Republik gegenüber dem, was wir heute haben? In einem Satz wäre das eine demokratische Formation, in der die europäischen Bürgerinnen und Bürger über den Kontinent 500 Millionen gleich wären vor dem Recht. Das sind wir nicht, weil wir im Moment sind wir ja deutsche Staatsbürger, sofern sie jetzt bundesrepublikanischer Staatsbürger sind. Meine Kinder zum Beispiel wohnen in Paris, sie sind französische Staatsbürger. Wir sind kontingentiert in nationale Rechtssysteme. Um es sehr kurz zu machen, ist die EU im Moment ein hybrider Rechtsraum, in dem im Grunde die Güter, also die Bananen oder wer auch immer, das Bier, gleich sind vor dem Recht im Binnenmarkt. Das Geld ist gleich vor dem Recht durch den Euro. Und die einzigen, die eigentlich noch kontingentiert sind in nationale Rechtssysteme, sind wir als europäische BürgerInnen. Aber wir sind die politischen Subjekte. Und die These, die ich mit Robert Menasse gemacht habe in diesem Manifest, aus dem ja nachher ein Buch geworden ist, ist, wir sollten ein Europa schaffen und eine europäische Demokratie begründen auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Wenn wir das täten, dass wir uns als 500 Millionen Bürger sagen, wir wollen gleich sein vor dem Recht, bei Soziales, bei Steuern, bei Wahlen, dann würden wir in der Definition von Cicero eine Republik begründen, denn Cicero schreibt ja in seinen
in seinen Schriften, das kann man bei Wikipedia nachlesen, diejenigen, die sich entscheiden, in den Zustand der Rechtsgleichheit zu treten, die begründen eine Republik. Und das wäre für mich dann sozusagen die Schneise in ein anderes Europa, wo wir nicht, wie wir es jetzt sehen, einen Europäischen Rat haben und dann die Ungarn irgendwas blockieren und deswegen die Spanier gerade kein Geld bekommen aus dem Rescue-Paket, sondern wo wir als 500 Millionen BürgerInnen uns eine demokratische Form geben, ein Parlament geben und sagen, wollen wir jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja oder nein? Wenn wir die wollen, gilt die für alle europäischen BürgerInnen in der gleichen Weise. Und dann hören wir auf mit diesen Verhandlungen im Europäischen Rat, wo dann immer der Diskurs so läuft, warum sollen wir Deutsche jetzt für die Griechen, Anführungsstriche, irgendetwas tun. Das ist mein Vorschlag. Und das ist die europäische Dimension, für die Sie auch dann ein bisschen, wir stufen das gleich noch ab, natürlich hier sitzen. Es gibt in allen unterschiedlichsten Ebenen nicht nur unserer staatlichen Organisation, sondern auch unserer gesellschaftlichen die Möglichkeit, mehr Demokratie zu wagen. Julia Wissert, Sie sind seit einem Jahr Intendantin des Dortmunder Schauspiels, das schon unter Ihrem Vorgänger Kai Voges in die erste Reihe der deutschen Bühnen aufgestiegen ist. Das darf man wohl so sagen, wegen der künstlerischen Qualität, aber auch wegen der starken und für viele nicht nur im Theater ganz neuen enormen Bedeutung der Digitalität. Sie sind auch die erste schwarze Intendantin in Deutschland. Das führt zu leider ein bisschen arg erwartbaren medialen Reflexen, die bis zu Spiegelporträts reichen, in denen ihre Laufbahn als eine Art sozialer Aufstieg erzählt wird. Im Vorgespräch haben wir beide schon rumgewitzelt, dass sie vermutlich als Jugendliche im Kaiserstuhl, denen vor Augen standen, die neben brennenden Riesling- oder Spätburgunderfässern dann in Breisgau-Ghetto rappt. Ihr familiärer Hintergrund, so viel sei gesagt, gibt es alles eher nicht her. Dem Tagesspiegel haben Sie über Ihre Pläne als Intendantin erzählt. Ich wünsche mir, dass wir sagen können, wir tragen dazu bei, dass sich nicht bloß die Institution Theater, sondern auch die Gesellschaft verändert. Gehört mehr Demokratie zu diesen Zielen? Erstmal vielen Dank für die sehr interessante Beschreibung. Danke, dass Sie das ausgeplaudert haben, was wir gestern besprochen haben. Und danke, dass ich da sein darf. Ja, ich glaube, es gehört mehr Demokratie in diese Institution, weil die Institution, beziehungsweise ich glaube, es gehört erstmal ein anderes Selbstverständnis der Institutionen in die Institutionen. Weil im Moment, würde ich sagen, gibt es in den Stadt- und Staatstheatern die Position, dass es ein Selbstverständnis ist, da zu sein für die Stadtgesellschaft und dass die BürgerInnen die Aufgabe oder das Privileg haben, ins Theater kommen zu dürfen. Unsere These ist, da wir natürlich seit mindestens 10, 15 Jahren schon mit sinkenden ZuschauerInnenzahlen zu kämpfen haben, dass es an der Zeit ist, dass wir innerhalb der Institution überprüfen, warum das Publikum eigentlich nicht mehr zu uns kommt, was das bedeutet für unsere Legitimation innerhalb von Stadtgesellschaften und auch über uns als Institutionen aussagt, wenn plötzlich, was heißt plötzlich, wenn ein solches Desinteresse entsteht. Und für uns bedeutet das, dass wir überprüfen, dass wir uns begleiten lassen werden von unterschiedlichen OrganisationsentwicklerInnen und KünstlerInnen, die mit uns die Frage stellen, welches Theater braucht die Stadt und wie können wir einen Prozess, eine ästhetische Praxis entwickeln, die eine dialogische Praxis ist und nicht nur eine konsumistische Praxis. Das heißt, dass wir ein Produkt in den Raum stellen, das dann gekauft werden kann. Sondern für uns ist auch die Frage, wie können wir Formate entwickeln, in denen das Publikum als Akteur in Programm gestaltend in die Institution einwirken kann. Und natürlich ist die Hoffnung darin, dass durch diese künstlerischen Prozesse langfristig bestimmte gesellschaftliche Prozesse erprobt werden können. Das ist die zweite Ebene gewesen, die wir angreifen. Und jetzt versuchen wir es in der dritten quasi zusammenzubringen. Eine Synthese. Jochen Sandig, man kann ein paar Parallelen ziehen zwischen Ihnen und Julia Wissert.
sogar ohne, dass das zugewollt wird. Sie stammen nämlich aus Esslingen. Das ist zwar nicht die direkte Nachbarschaft vom Kaiserstuhl und es ist auch nicht Baden, sondern Württemberg. Aber aus meiner Wuppertaler oder gar einer Berliner Ferne betrachtet, ist es zumindest die gleiche Ecke. Berlin ist das Stichwort, denn da haben Sie direkt nach der Wende erst das Künstlerhaus Tacheles an der Oranienburger Straße mitbegründet, dann mit Ihrer Frau Sascha Walz und Company, dann die Sophienseele und später auch das Radialsystem. Zwischendurch waren Sie mal Dramaturg an der Schaubühne, haben das Human Requiem nach Brahms inszeniert und nicht zuletzt, und darauf kommen wir jetzt, 2016 das World Human Forum ins Leben gerufen. Welche Rolle hat, nicht sollte haben, sondern welche Rolle hat die Kultur, und gemeint sind die Künste und der Betrieb um sie herum, Ihrer Ansicht nach für die Demokratie? Meiner Meinung nach eine vorbildhafte Rolle, aber auch eine fragende Rolle. Wie Robert Habeck heute Morgen sagte, nicht affirmativ, sondern eher in der Rolle des Disruptiven, also des fragenden, hinterfragenden, kritischen Beleuchtens von Gesellschaft. Und es ist richtig, wie Sie meine Biografie beschrieben haben, als einen Raumpionier, der Orte umdefiniert, Räume, Veränderungen von Räumen. Tacheles war ein Kaufhaus, Sophienseele waren Handwerkervereinstätte, das Radialsystem war ein Pumpwerk. Ich habe Räume verändert, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich mein ganzes Leben was ganz anderes ging. Nicht darum, Räume zu verändern, zu transformieren, sondern eigentlich den umgekehrten Weg zu gehen, nämlich Räume zu schaffen für Veränderungen in der Gesellschaft. Und das ist unsere Wesensaufgabe, meiner Meinung nach, in den Künsten im Plural, nämlich, und da bin ich ganz nah an euch beiden, weil ich glaube, wir haben Verantwortung, die wächst gerade jetzt angesichts der Krisen, Corona, Klimawandel, Black Lives Matter, Gender Equality Themen, die Themen liegen buchstäblich auf der Straße und wir müssen zupacken, wir müssen handeln, wir müssen Akteure werden. Da geht es nicht um die Politik, um die Künste komplett zu politisieren, aber ihre gesellschaftliche Verantwortung wieder sozusagen zurückrufen. Da kommen sie nämlich auch her. Also in der Antike, das griechische Theater, die Tragödie hat ihren Ursprung in der Katharsis, also in der Veränderung. Katharsis heißt Veränderung. In dem Sinne war das Human Requiem mein künstlerischer Beitrag, Katharsis in der Gesellschaft in kleinen, bescheidenen Maße herzustellen. Zum World Human Forum kann ich dann gleich noch was sagen in der nächsten Runde. Genau. Ja. Leiten wir doch daraus mal was für diese politische Praxis ab. Frau Guéraud, in Ihrem Manifest für die Europäische Republik von 2013 kommt für mich ein bisschen überraschend. Immerhin ist Ihr Co-Autor ja ein europaweit bekannter Schriftsteller. Das Wort Kultur gar nicht vor. Es steht überhaupt nicht drin. Und auch in Ihrem 2016er, ich nenne das jetzt mal Nachfolgetext, ein futuristischer Entwurf für eine europäische Grenzenlosigkeit, habe ich es nicht gefunden. Aber Sie haben dann gleichzeitig sozusagen 2018 mit Milo Rau, der mittlerweile in Gent das Stadttheater der Zukunft erprobt, das European Balcony Project realisiert, bedienen sich also, mal etwas mechanistisch ausgedrückt, kultureller, ja künstlerischer Werkzeuge und Instrumentarien, um ihre demokratischen Ideen zu erproben, vielleicht auch zu promoten. Funktioniert das nach Ihrem Eindruck gut? Ich kriege jetzt wirklich Lust auf diese Diskussion. Also auch nach den Einlassungen von Julia Witzert und Ihnen geht es um Räume und um die Umgestaltung von Räumen. Und glaube ich, in diesem Dreieck, wie wir hier sitzen, ja, mir geht es um die Umgestaltung des europäischen Raumes. Frau Wissert um die Umgestaltung des theatralen Raumes. Und das finde ich ja ganz interessant, weil ich bin jetzt natürlich nicht so Expertin, aber es scheint mir doch zu sein, dass zum Beispiel früher in Theatern gab es ja keine Bestuhlung. Die Leute haben ja gestanden und getanzt oder waren wütend und haben dann, keine Ahnung, ihr halbes Wildschwein um sich geworfen oder den Leuchter runter. Also das Theater war ein Raum der gesellschaftlichen, ich will mich sagen, der unkontrollierten Party oder des... Wie die Kirchen übrigens auch, ja, also die ja, und deswegen auch hier, also was wir jetzt in Theatern haben, sind ja Ränge, Emporen, die Königsloge, was auch immer, ja, die Trennung, ja, also insofern bin ich da ganz bei ihr, dass die Umgestaltung des theatralen Raums, wo die Bürgerschaft
sich organisiert, anstatt ein Produkt zu kaufen, nämlich irgendwie eine tolle Aufführung von tollen Künstlern, ihre Arbeit ist. Und wenn Sie jetzt, ich kenne das Radialsystem, ich finde es großartig, wenn da Sie sagen, Sie haben den Raum umgestaltet, damit wir aus der Umgestaltung des Rahmens die Gesellschaft transformieren. Das wollte ich jetzt nur als Brücke schlagen, geht es mir um die Transformation des europäischen Raumes. Und wenn wir jetzt sagen, ich komme ja aus der Politikwissenschaft und mein Raum nennt sich die EU, also die Europäische Union, und die Europäische Union, um das mal bildlich zu machen, sind also 27 Staaten und die stehen da wie so Zuckerhüte, ja, steht so ein dicker Zuckerhut, der heißt Deutschland, daneben ein relativ nochmal dicker Zuckerhut, der heißt Frankreich, dann gibt es ein paar andere Zuckerhüte, die werden immer kleiner, Malta, Litauen und so weiter. Der eine Zuckerhut geht jetzt, der nennt sich Großbritannien, und meine Idee ist, dass wir diese Zuckerhüte mal platt machen, ja, und daraus einen europäischen Raum anders durchweben, und zwar durch die europäischen BürgerInnen, die sich dann auf dem Grundsatz der Rechtsgleichheit, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, neu verständigen, neu diskutieren und in neuen Agoras, die wir dann, müssen wir darüber diskutieren, in welchen Agoras sind die, in der Stadtagora, also auch das Europa mal aus den Republiken entstanden ist, aus den Stadtrepubliken, ja, Republik Genua, Republik Athen, also der Begriff der Republik ist ja eigentlich der übergeordnete Republik-Begriff im Gegensatz dem der Demokratie. So, jetzt war das ein kleiner Umweg, um nur Ausdruck zu geben, wie sehr ich mich freue, dass wir diese Kongruenz der räumlichen Umgestalten haben. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. In dem Manifest haben wir von Kunst nicht gesprochen. Okay, ich bin halt Politikwissenschaftlerin. Ich habe eine Reise hinter mir, das würde ich auch betonen. Es ist ja nicht einfach als Wissenschaftler irgendwann mal zu sagen, die Kunst kann mehr als die Wissenschaft. Oder zu sagen, vielleicht hat die Kunst einen Raum, den ich nicht erreiche. Oder vielleicht muss ich mich mit der Kunst verbinden, damit ich andere Leute erreiche, als ich sonst in meinem berühmten Elfenbeinturm erreiche. Ja? Das war meine Reise, das gebe ich gerne zu. Also ich kann Ihnen auch dann aber nicht öffentlich erzählen, was eigentlich passiert, wenn Sie mit einem Schriftsteller als Wissenschaftlerin in der FAZ einen Text, der auch noch utopisches Potenzial hat, veröffentlichen, weil sind Sie dann eigentlich noch Wissenschaftlerin, ja oder nein? Darf man den Raum des Elfenbeinturms verlassen? Was passiert eigentlich in dem anderen Raum, wo man sich die Hand reicht? Ja, das waren ja neue Erfahrungswelten, ja, und die diskutieren wir ja gerade. Die Antwort auf Ihre Frage ist, es sind wahnsinnig tolle Erfahrungswelten. Ich glaube, der Raum ist unglaublich groß. Inzwischen hat die Wissenschaft das erkannt und nennt es jetzt Transdisziplinarität. Ja, also inzwischen ist sozusagen das, was früher gescholten wurde, nämlich das Rausgehen auf den Raum, ist zum wissenschaftlichen Auftrag geworden. Ja, Science to Public nennt man das dann, oder Transdisziplinarität. Und insofern ist das ja ein bisschen wie bei Nokia oder in der Sixtinischen Kapelle. Ne? Touching People ist immer, wenn sich neue Räume begegnen. Und in meinem Buch, was ich dann zur Europäischen Republik geschrieben habe, ein paar Jahre später, ist die Kunst aber sehr da, weil ich dann ein Kapitel eigentlich nur über die Europa, die Darstellung der Europa in der Kunst habe. Das wollte ich nur mal sagen. Also ich bin den Weg gegangen und er ist erfolgreich und er ist sehr vielversprechend. Und nochmal diese Schlaufe zu Milo Rau und der Rausrufung im Theater, das war ja ein Sprechakt, ja. Also es war so ein bisschen auch Bertolt Brecht, das Theater kann die Welt verändern. Und wir haben einfach gesagt, Judith Butler, Sprechakttheorie, was man ausspricht, ist da. Das heißt, wir haben die Europäische Republik am 8., die ist ja schon da. Die meisten haben es noch nicht gemerkt, aber am 18. November 2018 haben wir die Europäische Republik begründet. Es waren 25.000 Leute dabei. Es hat an 140 Städten und Theatern stattgefunden. Wir haben Videoinstallationen gemacht. Es gibt Roma und Sinti im Burgenland, die sich auf rostige Eimer gestellt haben und das Manifest vorgelesen haben in burgenländischen Dialekten. Das waren die Videos, die mich gerührt haben. Ja? Und insofern ist die Republik, die ist jetzt da, die ist ziemlich genau 2 Jahre alt. Sie kann noch nicht richtig laufen, sie ist noch nicht trocken, um jetzt mal mit so Kinder vergleichen zu machen. Aber ich bin ganz überzeugt, dass wir sie wachsen sehen werden. Wir schließen da mal an. Und zwar, weil Sie damit etwas tun, Frau Gero, das Frau Wissert heiß und strahlenförmig liebt. Sie ist eine Bewunderin von José Esteban Muñoz, der sozusagen in die Welt gesetzt hat als Philosoph, dass die Utopie existiert und im Prinzip dann auch so schon gelebt wird und nicht auf sie gewartet wird. So verstehe ich, Frau Wissert, auch Ihre Arbeit in Dortmund, indem Sie sagen, wir entwickeln jetzt einfach die Idee, wie das ist, diese neue Stadtgesellschaft. Sie haben als Premiere das Stück gehabt, 2170, wie wird die Stadt, in der wir leben, gewesen sein?
Das hat ja auch solche Anklänge. Die Frage ist, wie man das neben dem, auch wenn wir das hier diskutieren, immer so ein bisschen akademischen, so praktisch macht, dass Leute, die mit unserer Vorbildung nicht rumrennen, das genauso gut verstehen wie wir auch. Wie gehen Sie das im Stadttheater, ich sage diesen Begriff bewusst, Dortmund an, Frau Wisse? Ich finde das total interessant, was Sie gesagt haben, Frau Gero, weil das mit den Zuckerhüten, das finde ich super, super spannend, weil ich sofort sagen würde, finden Sie die KünstlerInnen, die im Grunde das, was sie versuchen aufzulösen, in eine Praxis umwandeln können. Weil was Sie gesagt haben mit dem Moment, ich suche das gerade, als Sie plötzlich in der FAZ geschrieben haben, sind Sie da noch Wissenschaftlerin oder nicht? Genau das ist für uns interessant. Für mich ist als Künstlerin interessant, wenn ich mit einer Idee aufschlage und sage, okay, wie kann die Wirklichkeit, die wir uns imaginieren, jetzt entstehen und Wirklichkeit werden, ohne eine Zukunftsfantasie zu bleiben, dann ist die Ausgangsphase erstmal Allianzen zu stiften, Verbündete zu finden, KooperationspartnerInnen zu finden, Menschen zu finden, die diese Idee interessiert. Und das bedeutet bei uns oder in meiner Praxis erstmal wahnsinnig viel Kommunikation und wahnsinnig viel Übersetzungsleistung. Menschen, die vielleicht überhaupt nichts mit Theater zu tun hatten oder so ein bisschen was mit Theater machen, die Ideen, die Praktiken und die Werkzeuge zu zeigen, mit denen es möglich ist, ins Sprechen oder ins Erzählen zu kommen, beziehungsweise Werkzeuge gemeinsam zu entwickeln, die diese Zuckerhüte auflösen oder die unsichtbaren kleinen Zuckerhüte sichtbar machen können. Ich erkläre das immer, wenn ich gefragt werde, was ich meine über Utopie, dann sehne ich mich danach, die unsichtbaren Geschichten zu finden und diese Geschichten sichtbar zu machen. Und was ich total wichtig finde, auch an dem, was Sie beide gesagt haben, das Problem ist doch die Frage, was meinen wir, wenn wir über einen Raum sprechen? Weil für mich hat es gar nicht so sehr mit der Architektur zu tun, sondern vielmehr mit der Frage, wer ist in diesen Orten, wer bestimmt, wer sprechen darf und wer bestimmt, was genau an dem Zuckerhut eigentlich aufgelöst werden soll und was genau wieder zusammengesetzt werden soll. Und für uns hier heißt das, dass wir Netzwerke schaffen, dass wir in die Stadt gehen. Wir haben zwei neue Stellen geschaffen. Das sind Stadtdramaturginnen, die Megakono Patel und Bernice Lisania Akula Ikuala, die nichts anderes machen, als AkteurInnen in der Stadt zu suchen, rauszufinden, wer da ist, ihre Netzwerke zu aktivieren, Menschen einzuladen, vorbeizukommen, damals, als man noch vorbeikommen konnte. Und den Raum, den wir hier zur Verfügung haben, die Ressourcen, die wir haben, für Menschen, die vielleicht gar nicht auf die Idee kommen würden, ihre eigenen Geschichten oder ihre eigenen Kunstwerke in so einen Raum zu tragen, weil diese Räume natürlich mit bestimmten Geschichten verbunden sind und in einer bestimmten Geschichte stehen. Und da zu sagen, dieser Raum, ein Stadttheater gehört der gesamten Stadt. Ein Stadttheater gehört nicht nur bestimmten Menschen, sondern die Frage ist, wie kann der Ort nutzbar gemacht werden? Und was braucht es, damit sich Bürgerschaft organisieren kann? Und was braucht es, damit die Fragen, die in der Organisation auftauchen, anders versinnlicht werden, anders übersetzt werden und vielleicht andere Impulse zurückgegeben werden. Jochen Sandig, das spielt Ihnen ja jetzt alles in die Karten mit dem Raum in doppelter Hinsicht. Und zwar sowohl mit dem World Human Forum, das ja einen seiner drei quasi Verortungen, räumlichen Verortungen, das wäre jetzt fast auch noch, das auch noch falsch, in Delphi hat. Also einem Ort, der Fragen stellt. Und Sie sind jetzt Intendant der Schlossfestspiele in Ludwigsburg und gehen mit einem extrem, glaube ich, ist nicht falsch gesagt, extrem ambitionierten Programm in diese Stadt und schaffen in der neuen Raum. Wie bringen Sie das zusammen? Also es sind so viele Dinge jetzt, auf die ich auch gerne Resonanz geben möchte. Einmal natürlich sind wir, wie viele Festivals, ein ausgefallenes Festival dieses Jahr. Umso mehr wollen wir nächstes Jahr ein ausgefallenes Festival im Sinne eines ausgefallenen Programmes sein. Das World Human Forum wiederum
hat sich eben vor 4 Jahren gegründet in Delphi, aber versteht sich als eine demokratische Antwort auf Davos, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt jedes Jahr alle nach Delphi pilgern, so wie das in der Antike war, Ort der Fragen, das Orakel, sondern eigentlich ein Bottom-up-Approach, wo wir sagen, es soll viele Delphis geben, es soll viele World Human Forums geben. Im Grunde könnte jeder öffentliche Raum, jede Kulturinstitution so ein Ort der Fragen sein, wo Menschen sich begegnen. Und das mache ich auch gerade mit dem Fest der Künste, Demokratie und Nachhaltigkeit in Ludwigsburg. Wichtig dabei ist mir, was ich gelernt habe, durchs Zuhören, durch den Ansatz Know Thyself, das war sozusagen Erkenne dich selbst, das Motto von Delphi. Die Menschen sind nicht hingekommen, weil sie schon was wussten, sondern weil sie ganz demütig was lernen wollten. Sie haben das Orakel befragt, es war damals der Nabel der Welt. Heute existiert dieser Nabel der Welt nicht mehr. Wir haben das Internet, wir sind überall lokal im globalen Dorf. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass alle Orte anfangen, sich zu öffnen. Und radikale Öffnung bedeutet eben, dass jede Kulturinstitution ein Parlament sein kann, ein Bürgerinnenparlament, dass die europäische Idee, toller Ansatz, die Republikgründung, ein Ort der Begegnung sein muss. Und ich glaube sogar, ich würde so weit gehen, dass wenn wir schon längst diese Orte wären, dass die Schließung von Theatern, von Opernhäusern, von Konzerthäusern, von Museen viel schwieriger vonstatten gegangen wären, wenn da schon lebendige Demokratie im Alltag stattfinden würde, auch jenseits der Künste. Und ich habe hier eigentlich, weil gerade Julia Wissert auch von den Methoden, von den Werkzeugen gesprochen habe, etwas mitgebracht, was alle kennen, dieser Würfel, damals vielleicht noch als Rubik's Cube. Wir haben den delphischen Würfel so definiert, dass wir sagen, diese grüne Seite steht für die Nachhaltigkeit, großes Thema dieser Klima- und Konferenz. Nachhaltigkeit gibt es aber nicht ohne Demokratie. Die blaue Farbe steht für die Demokratie. Das ist die Grundlage dafür, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger diese Nachhaltigkeit schaffen. Dafür brauchen wir die Erziehung, die Bildung, aber auch die innere Transformation durch die innere Entwicklung. Und die weiße Fläche steht für die Technik, für die Wissenschaft, für die Innovation und die rote Seite schließlich für die Künste. Und erst wenn wir die alle schön miteinander vermischen, das ist eigentlich das Gegenteil dessen, was der Rubik's Cube uns lehrt, nämlich die Segmentierung. Wir müssen die Silos zusammenbringen und dann sieht der Würfel eben so aus. Und ich glaube, dann macht alles miteinander Sinn. Es gibt keine Demokratie ohne die Künste. Es gibt keine Nachhaltigkeit ohne die Bildung und alles bedingt sich wechselseitig. Und ich glaube, diese Komplexität auf diese Fragen, die vor uns stehen, die Aufgaben, die eigentlich das nächste Dekade bestimmen wird, wie John Schellenhuber heute Morgen sagte, wir haben wenig Zeit, die großen Transformationsprozesse schaffen wir nur gemeinsam. Und ich glaube, alle Initiativen, die jetzt stattfinden, müssen sich bündeln. Wir brauchen Plattformen, wir müssen uns sehr stark vernetzen. Und ich biete wirklich Reiche die Hand, die Idee dieser Europäischen Republik. Ich glaube, dass die Künste ein Treiber sein können, ein Katalysator. So wie im Januar, als ich in New York war bei den Vereinten Nationen und Amina J. Mohammed getroffen habe, die Vize-Generalsekretärin, die habe ich nämlich gefragt, wie sie dazu steht, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele noch nicht wirklich everywhere sind. Und sie meinte, ehrlich gesagt, wir brauchen euch, die Künste, weil ihr habt die Kraft, die Menschen emotional in Bewegung zu setzen. Das war wirklich eine Bitte von ihr. Und ich glaube, das ist toll, dass diese Konferenz jetzt unter diesem großen Thema der gesellschaftlichen Transformationsprozesse steht, auch angesichts der Klimaneutralität, Demokratie, Partizipation als Schlüsselbegriffe. Und wir wollen das gar nicht exklusiv betrachten, genau wie ihr und ihr auch in Dortmund. Ich glaube, wir müssen uns alle zusammentun zu einer großen Gemeinschaft für die Veränderungsprozesse. Und dann können wir es auch schaffen. Bongero, jetzt kriegt das Ding so Drive, ne? Wird aber auch so ein bisschen, man muss immer vorsichtig sein, dass wir uns dann nicht an uns, gerade auch in der Kultur, an uns selbst berauschen. Auch wenn wir natürlich trotzdem genau diese Energie des Rausches ja womöglich sogar brauchen, um uns über manche Hürde hinwegzutragen. Ich möchte den Gedanken von Jochen Sandig, den er da aus New York mitgebracht hat, und der Frage, welche Rolle Künste im Engeren und die Kulturbetriebe
auch im weitesten Sinne, denn wir sind hier ja auch bei Kulturmarken, also auch bei privatwirtschaftlichen AkteurInnen im Kulturbereich. Ist das nicht tatsächlich die Chance, eine Debatte, die im politischen Raum ja oft viel mehr Zustimmung findet, als das dann in den Medien mitunter so erscheint. Vielen AkteurInnen im politischen Raum ist ja klar, dass sich Dinge ändern müssen. Und vielen ist unklar, wie kriegen wir das eigentlich hin? Wäre das das Joint Venture zu sagen, über die Kulturinstitutionen und die künstlerischen Akteure können die Menschen neue Möglichkeiten des Zusammenlebens erproben und darüber die Angst vor der Veränderung verlieren? Ich habe jetzt auch ganz viele Dinge, mit denen ich in Resonanz treten möchte. Ich fange mal an bei dem, was Sie noch als Frage weitergegeben haben. Ist das für die Leute nicht so kompliziert, dieser Elfenbeinturm, die EU und so weiter? Da kann ich nur sagen, ja, die EU ist total kompliziert. Und wenn ich anfange mit Subsidiaritätsprinzip und Multilevel Governance und so weiter, da ist der Saal leer, da habe ich noch keine drei Sätze gesagt. Ja? Wenn ich aber sage, Leute, Europäische Republik heißt, wir sind als BürgerInnen alle gleich vor dem Recht. Da sagen mir die einfachen Leute, die sagen, ja, das verstehe ich, das will ich haben. Das finde ich gut. Ja? Also so viel mal zum Spannungsverhältnis, wer eigentlich wofür ist. Ja? Ich habe in den letzten 5 Jahren eigentlich nichts anderes gemacht als Europäische Republik. Also ich glaube, ich kann wirklich von mir sagen, dass ich in den letzten 3 Jahren 3, 5 Vorträge pro Woche gehalten habe. Ja? Und es war egal, ob ich in der Frauenkirche in Dresden sitze oder in Köln oder am Bodensee oder in Irland oder in Thessaloniki oder in Delphi war ich übrigens auch damit. Wenn Sie mit den sogenannten einfachen BürgerInnen sprechen, ja, denen ist das intuitiv zugänglich. Wir verhandeln hier die europäische Demokratie, wir wollen gleich sein vor dem Recht. Das ist die notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für eine Demokratie. Ist doch alles gut. Und die Einzigen, die da reingrätschen, sind halt die Staats- und Regierungschefs, die immer sagen, nee, ich muss aber jetzt auf dem EU-Rat, muss ich für die Österreicher oder für die Ungarn oder für die Polen, muss ich jetzt mal gerade beschließen, dass wir das jetzt nicht wollen. Ja? Wobei ja schon mal die Frage ist, wer sind denn jetzt die Ungarn, wenn zum Beispiel der Bürgermeister von Budapest gerne Flüchtlinge nehmen würde, aber Herr Orban im Rat sagt, Ungarn nimmt keine Flüchtlinge. Ja? Also diese Dekonstruktion zu machen. Dann war ja jetzt hier sozusagen das Angebot geradezu von den beiden Kulturschaffenden, lassen wir uns zusammenarbeiten. Ich bin I'm a taker. Also ich habe wahnsinnig profitiert von Menasse, als wir das zusammen geschrieben haben, weil er natürlich, ich sag mal, einfach die wuchtigere Sprache hat. Ja? Also wenn Sie mit Robert Menasse, also ich war sozusagen gesagt, das und das müssen wir jetzt eigentlich mal verändern in der EU, aber die Sprache kam von ihm, er ist halt der Schriftsteller. Ich habe wahnsinnig profitiert von Milo Rau und von diesen theatralischen Inszenierungen, dass wir sagen, wir machen diesen Sprechakt. Ja? Ich komme tatsächlich, das ist jetzt eine Side-Story, aber vom Yoga, ja, und im Yoga gibt es ein Yoga-Sutra, das sagt, thoughts become words, become action, become reality. Das heißt, was man ausspricht, ist da. Und insofern bin ich die Erste, die hier sagt, wenn wir jetzt hier rausgehen und sagen, ja, wir machen die Republik gemeinsam, das übrigens, ja? Und zwar, die weiße Seite steht für die Wissenschaft, die Technik, die gelbe für die innere Transformation, für das. Inwieweit nutzt ihr die digitalen Medien, die Möglichkeit der Technik, diese Europäische Republik wirklich, wirklich umzusetzen, machen, ja. Weil ich glaube, dass es möglich ist, ganz die Grenzen zu überspringen, die nationalen Grenzen, auch die Mauern im Kopf zu überwinden über Technik. Ja. Also ich glaube wirklich, bin fest davon überzeugt, dass man das nicht einfach über eine App lösen kann, aber über eine Teilhabe, die digital funktioniert. Habt ihr darüber nachgedacht, ja, oder macht ihr das schon längst? Wir machen es schon. Danke für die Frage. Also ich kann das Auditorium, die ZuhörerInnen nur einladen. Es gibt einen Hashtag, der heißt CTOE, Citizens Take Over Europe. Perfekt, und dann seid ihr da schon dran. Und dieser, das, wir haben das lanciert am 9. Mai, 70 Jahre Europäische Union. Und wir hatten da eine kleine Internetkonferenz im Grunde, um 70 Jahre europäische Integration zu feiern und haben gesagt, so jetzt müssen wir von den Staaten weg hin zu den Bürgern. Wenn ich zwei Sachen sagen darf. Ja, also es dann gibt skaliert Hashtag, ihr bereits. Es gibt ja, diesen ja. So, und dieser Cities, da sind jetzt 6 und 5 von wegen Bündeln. In diesem Hashtag CTOE, also Citizens Take Over Europe, sind inzwischen 56 europäische zivilgesellschaftliche Institutionen koordiniert. Das wird geleitet, gemanagt von einem befreundeten Italiener, Nicolo Milanese. Inzwischen, das ist das Interessante, kriegen wir sogar Geld von der Europäischen Kommission, ja, für diese Citizens Assembly, die wir im Internet ausgerufen haben. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr, man kann sich anmelden entweder mit seiner NGO oder aber als BürgerIn mit Individualzugang. Jeden Mittwoch von 10 bis 12 wird im Internet die europäische Verfassung schon längst geschrieben.
schon längst geschrieben. Da hat sozusagen die Europäische Kommission die Zukunftskonferenz von Frau von der Leyen noch nicht eröffnet. Da ist im Internet die Citizens Assembly schon im Gange und schreibt sie. Ja? Und bezahlt von der Europäischen Union, was ja auch sehr interessant und bekommt, ist. Und bekommt Projektgelder, nennen wir es mal so, immerhin von der Europäischen Union. Also ich würde tatsächlich die These wagen, dass dieser kollektive, partizipative, diskursive Umgestaltungsprozess des europäischen Raumes im Gang ist. Der ist im Internet. Jetzt ist das Internet natürlich ein kritisches Medium. Vielleicht wollen wir das hier gar nicht so in der Breite diskutieren, aber wir sollten schon mitdenken, dass wir nicht die Einzigen sind, die eben, genau. Also es gibt natürlich andere, die es eben auch als Werkzeug benutzen. Und deswegen ist das Internet natürlich ein Medium, was wir jetzt auch nicht nur, also ich will es zumindest auch problematisieren. Ja, aber wir sind auch im Internet mit dieser Citizens Assembly. Und für mich als Politikwissenschaftlerin ist das das große Moment, dass ich den europäischen Raum als Demokratie umgestalte im paradigmatischen Wechsel von einer EU, in der die Staaten die Akteure sind und ständig in irgendeinem Rat irgendwas verhandeln, hin zu einem Europa, in diesem Fall der Europäischen Republik, wo die Bürger ihre Demokratie gestalten. Ich mache es mal ganz konkret. Ja? Wenn Sie die 500 Millionen BürgerInnen befragen, wollt ihr ja oder nein eine europäische Arbeitslosenversicherung? Dann haben wir empirische Untersuchungen, die sagen, 2/3 der EuropäerInnen wären sofort dafür. Europäische Arbeitslosenversicherung, warum nicht? Ja? Das Thema ist seit 2014 im Europäischen Rat und im Europäischen Rat wird es unter den Nationalstaaten oder den Staats- und Regierungschefs nie positiv beschieden. Das heißt, wir haben eine enorme Krise der Repräsentation und die politischen Prozesse, die wir im Moment in der EU am Start haben, bilden einfach das, was die europäischen BürgerInnen in ihrer Mehrheit demokratisch verhandeln wollen, gar nicht mehr ab. Und in dieses Spannungsverhältnis zu gehen, das wäre wie so Brotkneten für mich. Ja? Wir könnten wahrscheinlich bis 18 Uhr weiter, denn es tun sich unglaublich viele Fragen auf und ich würde natürlich wahnsinnig gerne die nächste Stunde mit Frau Gero über die erfolgreiche Idee des Nationalstaates diskutieren, um ihn dann gemeinsam am Ende abzuschaffen. Aber das werden wir dieses Mal nicht schaffen. Ich sehe, dass Julia Wissert allerdings die ganze Zeit sich total, fast wie Olli Scheidt vorhin, das scheint so eine Ruhrgebietsnummer zu sein, jetzt mittlerweile sich Notizen macht, Frau Wissert. Und an zwei Stellen habe ich gedacht, da wollen Sie jetzt reingrätschen, wenn es technisch nicht so schwierig wäre. Benutzen Sie jetzt eine. Es sind zwei Dinge. Und zwar glaube ich, wäre es wichtig, Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Sannig, know thyself. Die Position, aus der heraus Sie argumentieren, ist klar als eine Position erkennbar, die extrem privilegiert ist. Zu behaupten, dass das Internet die Möglichkeit bietet, bestimmte Ismen zu überwinden, finde ich ehrlich gesagt zu kurz gedacht. Weil ich glaube nicht, das mit Herrn Orban hat ja nicht damit zu tun, dass er keine Lust hat auf Geflüchtete, sondern das mit Herrn Orban hat ja wahrscheinlich damit zu tun, dass er eine bestimmte Position gegenüber bestimmten Körpern einnimmt. Und das war das eine, wo ich dachte, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, genau zu überlegen. Das ist das, was ich meine mit, für uns ist die Frage interessant, wem können wir wie Raum geben und wie können wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, so weitergeben, dass im Grunde das, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Grabowski, lebbar gemacht wird. Wir sind im Grunde ein Ort, der Dinge ermöglichen soll. Wir sind ein Ort, der ästhetische Übersetzungsleistungen bringt, der KünstlerInnen mit Menschen zusammenbringt, die dann gemeinsam im Grunde etwas Drittes schaffen, weil wir wissen, dass wir natürlich immer nur bestimmte Dinge mitdenken. Das ist ja, man kann ja nicht immer alles reflektieren, hat ja schon Foucault gesagt. Und das andere ist, was ich ganz interessant finde, Frau Gero, ist ja, es ist nicht mehr Demokratie, sondern da sind wir auch gerade an dem Punkt, dass wir das Gefühl haben, durch die Digitalisierung erleben wir gerade das Ende der Demokratie und das Ende des Nationalstaates, weil das Internet im Grunde eine Geschwindigkeit hat, die mit einem normalen demokratischen Prozess überhaupt nicht mehr abbildbar ist. Und da ist bei uns so die Frage, wäre das eigentlich eine Möglichkeit, diese Entscheidungsprozesse, Sie sagen 2014 ist es in den Rat gewandert und immer noch nicht zur Entscheidung gekommen, wie können wir diese Werkzeuge nutzen, um im Grunde Selbstwirksamkeit zu erfahren? Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, diese Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die Plattformen aufzubauen und dann letzten Endes Menschen zu zeigen, egal was du machst,
Du wirst nie wirklich Einfluss nehmen können. Und das ist so das, was für uns die Frage ist. Wie können wir auch in unserer künstlerischen Praxis Spuren hinterlassen, die idealerweise Einfluss haben, sodass Menschen Selbstwirksamkeit erleben? Da sind wir, nee, nein, dürfen Sie jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt gelernt, dass ich bei Ihnen dazwischen gehen muss, Frau Gero. Denn wir sind quasi der Delphi-Ort. Hier dürfen Fragen gestellt werden und diese Fragen sollen Inspiration sein. Und wir haben Fragen aus der Teilnehmerinnenschaft, also diesem Internet, von dem da gerade geredet worden ist. Julia Franz, bitte. Das ist eine Frage, die geht an Jochen Sandig. War nicht damals im Tacheles sehr viel Demokratie und Partizipation lebbar und möglich? Hat es da gut funktioniert und wurde Demokratie und Partizipation vorgelebt? Und konnte sie nach außen strahlen? Es war im Moment der Geschichte möglich. Berliner Geschichte, deutsche Geschichte. Das dauerte aber leider nicht sehr lange. Wir hatten damals das Motto, die Ideale sind ruiniert, rettet die Ruine. Und wir haben den Versuch gewagt, Basisdemokratie zu wagen, nicht nur Demokratie. Ich bin ein großer Freund von Teilhabe auch, von Bottom-up-Strukturen, weniger von der repräsentativen, sondern eher von der postrepräsentativen Demokratie. Allerdings ist es aus Machtgründen dann im Tacheles auch implodiert und heute ist das Tacheles wird wieder eine Shopping-Mall und das ganze Areal ganz furchtbar. Kann man lange drüber reden, bin auch sehr wütend darauf, dass der Name Tacheles quasi missbraucht, zweckentfremdet wird. Da könnte man am besten auch eine Kampagne Not in Our Names starten, wie in Hamburg. Ich würde gerne auf Julia Wissert nochmal antworten, weil ich glaube auch, dass natürlich müssen wir genauso aus dieser privilegierten Position heraus Räume zu verantworten, die Räume radikal öffnen. Darum geht's. Und das Internet ist überhaupt nicht der sinnstiftende Ort unbedingt, sondern nur ein Werkzeug, das man so oder so einsetzen kann. Es gibt ein tolles Projekt, das findet im Dezember statt, Europe Talks. Das ist eine Idee, die ist übrigens im Radialsteam entstanden, wo Menschen gematcht werden durchs Internet, die gegenpolige Meinungen haben. Und die diskutieren dann über Migrationsfragen, Corona, die werden vermittelt über eine App. Und das fing an mit Deutschland, sprich das jetzt auf europäischer Ebene. Wir haben damals auch zum Beispiel im Radialsteam gesagt, wir machen eine Berlin-Agora, Meisterbürger für Berlin. Also wir haben den Bürgermeisterbegriff einfach mal umgedreht, haben gesagt, jeder Citizen ist ein Meisterbürger, kommt mit euren Projekten. Wir haben einfach nur gesagt, der Raum ist da, ihr kommt mit euren Initiativen, ihr gestaltet diesen Raum. Der dritte Raum, das ist das Thema. Wir müssen alle Kulturorte, können alle Kulturorte und haben, glaube ich, auch die Verantwortung dafür, die radikal zu öffnen. Ganz im Sinne, was ihr in Dortmund macht, der europäische Raum und letztlich der Planet Erde als unsere Heimat. Um die geht's nämlich insgesamt. Interdependenz ist eigentlich das Wort, das ist die wechselhafte Abhängigkeit voneinander. Und wenn Stopp. Wir die... Ja, lassen Sie uns... Das war ein Punkt. Genau. Das war ein Punkt. Lassen Sie uns noch dann eine kurze... Wir haben noch 3 Minuten, Sie alle sehen das, eine ganz kurze Abschlussrunde machen, wirklich kurz. Ich habe das Gefühl, dass es am Theater eine Idee davon gibt, auf der richtigen Seite der Gesellschaft zu stehen und dass durch dieses Phantasma verpasst wird, sich selbst und die Strukturen, in denen man arbeitet, zu überprüfen. Julia Wissert, 25. September 2020 in der Zeit. Frau Wissert, sind wir auf dem Weg, dieses Phantasma endlich loszuwerden und dadurch die Demokratie auch ins Theater zu bringen? Ich glaube, das werden wir sehen, wenn wir es schaffen, demokratischere Theaterhäuser zu haben. Jochen Sandig? Ich liebe das Rumi-Zitat, zwischen richtig und falsch gibt es einen Raum. Dort werden wir uns treffen. Ich würde es gerne trotzdem noch mal abbinden, was Frau Räume, ja, und vor allen Dingen, was Ihnen passiert ist mit dem Tacheles, das ich geliebt habe, ja.
am Ende des Tages gibt es trotzdem dieses Wort mit vier Buchstaben, sind es vier oder fünf, Macht, M-A-C-H-T. Ja? Und Macht hat meistens was mit Geld zu tun. Und dann sind wir genau beim Thema. Wer finanziert die Theater? Wer finanziert das Realsystem? Wer finanziert den Bottom-up-Diskurs? Wer finanziert meine Bürgerdialoge? Jetzt noch die Europäische Kommission so. Ich will damit nur sagen, in der Geschichte gab es von der Pariser Kommune bis hin zu 1789 und den Bolschewiken immer wieder Bottom-up-Bewegungen, immer auch Hannah Arendt, Räterepublikanisches Zusammensein, Agora. Diese Ideen sind wirklich nicht neu. Der empirische, historische Befund wäre, dass sie bisher immer eher gescheitert sind. Ja, ich will das gar nicht negativ jetzt hier als Panel beantworten, sondern die eigentliche Frage ist, haben wir heute mit dem Internet eine Chance, es nicht negativ zu beantworten? Das wäre der Optimismus der Utopie. Sie sahen im Hauptforum Demokratie und Kultur des Kulturinvestkongresses 2020 das Mittelpodium, vielleicht das Zentralpodium, wer weiß. Mit dem Titel Mehr Demokratie wagen. Ich danke dem Intendanten der Ludwigsburger Schlossfestspiele, Jochen Sandig, seiner Dortmunder Kollegin Julia Wissert und der Streiterin für eine Europäische Republik, Ulrike Gero. Wir machen hier gleich in neuer Konstellation weiter. Dann heißt es Diversity Matters und wir hinterfragen alle drei Elemente dieses Titels. Welche Diversität? Was bedeutet die wirklich und für wen? Und könnte das Ausrufen, Rufezeichen am Ende nicht vielleicht doch ein Fragezeichen sein? Bleiben Sie dabei.